Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es mal ums Thema Kaffee. Ja, Kaffee. Kaffee ist klasse, oder? Kaffee, viele Menschen lieben Kaffee. Ich persönlich trinke keinen Kaffee mehr, ich habe mir das abgewöhnt. Aber wichtig ist zu wissen, dass es beim Kaffee tatsächlich gesundheitliche Probleme geben kann. Grundsätzlich, wer den Kaffee verträgt, mag ihn gerne trinken, aber wichtig ist zu wissen, es gibt eine Kaffeeunverträglichkeit und es gibt auch Symptome, die mit dem Kaffee zu tun haben. Und da ist es entscheidend, dass ihr natürlich das kennt und dahin spürt und wisst, okay, vielleicht muss ich den Kaffee mal weglassen, dass ich merke, ob meine Symptome damit zusammenhängen. Kaffee grundsätzlich, warum wirkt das? Wenn wir im Alltag uns beschäftigen, bewegen, arbeiten, uns um die Kinder kümmern, verbrauchen wir ATP und es entsteht dabei das Adenosin. Und das Adenosin setzt sich an Rezeptoren. Und je voller die Rezeptoren werden an den Zellen, desto mehr kriegt der Körper das Signal, okay, Pause, müde, schlafen. Und wenn wir Koffein aufnehmen, setzt sich Koffein auch an diese Rezeptoren und macht die quasi voll. Und dann kommt das Adenosin nicht dran, und der Körper kriegt nicht das Signal von müde. Tatsächlich ist das auf Dauer nicht klug. Auf Dauer rennt man so in eine Art Burnout. Also wer regelmäßig über die Grenzen hinaus schießt und das Biosystem mit Kaffee an der Nase herumführt, der sorgt dafür, dass das ganze Biosystem früher altert und eben ausbrennt. Darum ist es schon wichtig, wenn ihr merkt, dass ihr erschöpft und müde seid, dass ihr auch überlegt, okay, brauche ich Pause? Muss ich vielleicht mal ein, zwei Tage frei machen oder überhaupt meinen Alltag anders gestalten, etc. etc. Und das ist entscheidend. Also Kaffee ist zwar toll, aber ihr solltet jetzt nicht versuchen, mit Kaffee jede Form von Müdigkeit wegzukompensieren. Gut, was ist jetzt los mit dieser Kaffeeunverträglichkeit? Kaffeeunverträglichkeit kann einmal sein, dass es an den Inhaltsstoffen im Kaffee liegt. Das sind verschiedene Sachen im Kaffee, verschiedene Öle, verschiedene Gerbsäuren, verschiedene andere Stoffe, werden wir gleich noch drüber sprechen. Oder es kann sein, dass es wirklich am Koffein liegt. Die Unverträglichkeiten auf die Inhaltsstoffe merkt man meistens im Magen-Darm-Trakt. Die äußern sich meistens über Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Unruhe im Darm, Durchfall, der entstehen kann. So Hitzewallungen, Flush-Symptome können sein, es können Kopfschmerzen sein. Also diese Dinge können mit den Inhaltsstoffen zusammenhängen. Und das sind entweder die Säuren, die sich bilden. Eine ganz bestimmte Säure ist die Chlorogensäure. Chlorogensäure wirkt sehr stark aufs Verdauungssystem, kann Übelkeit erzeugen. Und jemand, der da Unverträglichkeiten hat, sollte tatsächlich auf Kaffee verzichten. Dann ist es so, dass es sein kann, dass die Magenschleimhaut von Natur her schon ein bisschen gereizt ist. Das heißt, dann sind diese Säuren noch schlimmer, also erzeugen noch mehr Probleme. Es kann also bestimmte Vorsymptome oder Vorerkrankungen geben, dass der Kaffee nicht gut vertragen wird. Was sich herausgestellt hat, ist, dass Espresso oft besser vertragen wird als der normale Kaffee. Das liegt unter anderem daran, dass dort weniger Säuren drin sind, weil Espresso kürzer gebrüht wird. Und es liegt daran, dass da mehr Öle, diese Kaffeeöle drin sind, die wirken schützend für die ganze Magenschleimhaut. Also diese Form gibt es, dass ihr einfach die Kaffeesorte vielleicht nicht vertragt oder die Art, wie es gebrüht wird oder tatsächlich die grundsätzlichen Inhaltsstoffe im Kaffee nicht gut vertragt. Das zweite, was sein kann, ist eine Unverträglichkeit auf Koffein. Die würdet ihr dann auch merken, wenn ihr zum Beispiel andere koffeinhaltige Getränke trinkt, ja, wie grünen Tee, schwarzen Tee oder Cola soll man eh nicht trinken, aber wer sowas trinkt. Also das kann einfach sein, dass ihr das daran vielleicht dann auch merken würdet. Diese Unverträglichkeit hat damit zu tun, dass häufig zu viel Adrenalin und Noradrenalin hergestellt werden im Körper oder dass das Koffein nicht gut abgebaut werden kann und dann einfach viel zu lange im Körper übrig bleibt. Und das ist einmal Schlaflosigkeit, die sich da einstellen kann, dass man einfach nachts nicht mehr schlafen kann. Gut, das ist nur das Naheliegendste, aber es kann auch sein Herzrasen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, auch wieder solche Flush-Symptome und all diese Dinge können passieren. Das liegt dann eher am Koffein. Das könnt ihr beides raustesten, ganz klar mit einer sogenannten Eliminationsdiät, dass ihr den Kaffee einfach mal weglasst. Aber Vorsicht, es kann dann sein, dass ihr für ein paar Tage Kopfschmerzen kriegt und dass ihr für ein paar Tage wirklich völlig energielos seid. Und diese Energielosigkeit,
die ihr dann spürt. Das ist tatsächlich erstmal der Hinweis, wie müde ihr eigentlich seid. Und das ist okay. Das heißt, wenn ihr sowas vorhabt, solltet ihr euch nichts Großes vornehmen, vielleicht sogar Urlaub haben in der Zeit und dann mal den Kaffee rausschmeißen. Oft hilft und reicht es, den Kaffee zu reduzieren. Einfach weniger Kaffee oder eben Espresso oder nicht so heiß aufbrühen. So der schlechteste Kaffee ist der Filterkaffee. Dann geht es manchmal besser, wenn man den Kaffee ein bisschen neutralisiert. Also wenn man zum Beispiel eine Kokosmilch mit reingibt, Kokosreismilch. Dadurch wird der Kaffee dann, oder Mandelmilch, wenn man es mag, dann wird der Kaffee durch diese Fettsäuren etwas neutralisiert, ist nicht mehr ganz so scharf. Wichtig ist, nicht nur normale Kuhmilch. Kuhmilch ist total unverträglich für den Körper, also das solltet ihr ja nicht machen. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn ihr sagt, okay, so ein Hallo-Wach ist wichtig, aber bitte nicht mit den Nebenwirkungen, dass ihr vielleicht das koffeinhaltige Produkt ändern müsstet. Und dann ist die beste Empfehlung, die wir geben können, Matcha-Tee. Matcha-Tee, darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht, ist klasse, weil es nämlich später im Dünndarm verdaut wird, nicht im Magen, und dadurch entstehen wesentlich weniger Probleme. Vielleicht noch wichtig für diejenigen von euch, die schon mal was von Histamin und Histaminintoleranz gehört haben: Kaffee hat die Eigenschaft, das Enzym, das das Histamin abbaut, das DAO, zu hemmen. Das heißt, wer histaminunverträglich ist, sollte den Kaffee wirklich meiden, weil das verschlimmert alle Symptome. Es kann sogar sein, dass die Symptome gar nicht gegen den Kaffee sind, sondern aufgrund der Histaminunverträglichkeit. Und diese Histaminunverträglichkeit hat in der Regel ihren Ursprung in einem entzündeten Darm. Und da muss man dann wieder weitersuchen, warum entzündet der Darm. Das kann 1000 verschiedene Ursachen haben. Aber wir wollen hier beim Kaffee bleiben. Das heißt, wenn ihr Kaffee mögt, genießt den Kaffee ruhig. Wenn ihr merkt, ihr kriegt Symptome, dann habt auch immer den Kaffee mit dem Blick. Es kann sein, dass der schuld ist und dass man den vielleicht einfach reduzieren muss oder irgendwie tauschen darf. Okay, in dem Sinne, gutes Wachsein, liebe Grüße, und wenn ihr es gemocht habt, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und besucht uns auf Instagram. Da machen wir ganz viel für euch. Also, ciao.